out of radio contact. Tag Leute, herzlich willkommen wieder zurück bei Aliens Fireteam Elite. Der einzige Weg, sicher zu sein. Suche. Wir sind jetzt voll und ganz mit der Bergung beschäftigt. Das blaue Team konnte die letzten Sicherheitssins von Katanga überwinden, aber als sie den Xenoschwarm erreichten, brach der Funkkontakt plötzlich ab. Sie müssen gefunden werden. Alter Latz! Ja, die letzte Mission war ziemlich heikel. Meine Aufnahme ist abgebrochen. Ich musste dann nochmal anfangen. Ich durfte nochmal anfangen. Und hatte es dann so schwer, dass ich glaube, insgesamt 8 Versuche brauchte, um überhaupt wieder an die Stelle zu kommen. Aber ich habe es dann erfolgreich geschafft. Ihr habt das natürlich alle gesehen. Ansonsten würdet ihr natürlich jetzt nicht auf diesen Part klicken. Denn jetzt wird's richtig hart. Das ist das letzte Kapitel von dem Spiel, die vorletzte Mission, die zweite von dreien, und wir haben eine Aufgabe. Wir müssen das eine Team finden. Und ich habe mich noch mal im Store ein bisschen umgeschaut. Ich habe jetzt mal mein ganzes Geld ausgegeben. Ich habe eine neue Klasse kreiert, hier mit so einem SMG und mit einem richtig fetten MG. Das habe ich mir auserkoren. Dafür habe ich jetzt 9600 irgendwas ausgegeben. Oh, hier gibt es auf jeden Fall schon rote Fässer. Das bedeutet, hier könnten theoretisch auch Aliens kommen. Und genau. Dann habe ich hier noch ein bisschen was ausgegeben, damit wir sowas haben. Und ich habe mir noch 4 Geschütze gekauft. Denn ich vermute mal, im letzten Level wird nochmal die Hölle über uns reinbrechen. Und wenn ich so nach 5 Versuchen nicht schaffe, dann nehme ich mir einfach ganz, ganz viele Geschütze mit. Und die haben bis jetzt immer den Arsch gerettet. Feige irgendwo hinter 5 Geschütze verstecken. So Leute, vertraut mir. Ich weiß, was ich tue. Ich schicke euch vor. Es war doch so klar, oder? Es war so klar. Du Trottel, er fällt doch noch drauf ein. Wer würde denn da automatisch einfach vorgehen? Okay, sie kommen. Von rechts. Yes, guckt euch das an. Das ist das Geschütz. So ein Ding will man haben hier. Yes, knetert sie breit. Es ist zu geil. So ein fettes Geschütz. Langsam habe ich das ganze Waffenmenü verstanden. Ich nehme das immer nicht mit auf, weil ich finde immer Menüs sind in solchen Let's Plays relativ langweilig. Deswegen gönne ich mir einfach ein bisschen Zeit, auf unserer Homebase ein bisschen rumzugucken. Mit den Leuten zu sprechen, bevor ich das für euch nur wegklicke. Ja, lese ich mir das so ein bisschen für mich durch. Und upgrade so ein bisschen meine Charaktere. Denn ich bin durchaus gewillt, das Spiel dann nochmal durchzuspielen. Aber dann in richtig schwer mit den ganz dicken Bummen. Wenn man dann sich wirklich in schwer durch die ganzen Gegnermassen durchflügen muss. Ich glaube, da habe ich nochmal richtig Lust drauf. Zum Beispiel das Geschwär hier nochmal ordentlich aufgepimpt mit noch mehr Schaden. Das wird spaßig. So, ja, andere Geschütz nochmal. Jetzt habe ich nämlich hier so ein Nahkampfgeschütz und ein schweres Geschütz. Das ist eigentlich eine relativ geile Kombi. Leider habe ich da mein automatisches Geschütz nicht dabei. Aber ich denke, die Kombination ist nicht verkehrt hier. Damit habe ich wirklich eins auf die Entfernung zum Fett reinbolzen. Und dann noch eins, um im Nahkampf hier schnell, präzise reinzuholzen. Ja, sowas. Zack, 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 zack. Das ist einfach geil. Das ist die perfekte Kombi. Ja, ja, er muss sich schon heilen, die alte Lusche. Die alte Lusche. So, den Helm untersuchen wir. Xenomorph Buster. Was denn der Xenomorph Buster? Ach, das ist der Helm aus Teil 2. Ja, aber jetzt habe ich auch wirklich jegliche Ingame-Währung ausgegeben. Ja, guckt euch das an. Einfach geil. Einfach fucking nochmal geil. Er kommt ganz langsam auf uns zugeschritten, aber ganz ehrlich. Ist doch klar, dass er gegen uns keine Chance hat. Gott verdammt. Wir sind Arnold Schwarzenegger in Predator. Na komm. Ja, auf den Trick fällt keiner mehr rein, ne? So, die dicke Wumme rausgehauen. Wir haben nicht mehr viel Munition. Das ist natürlich ein Nachteil. Oh, Leute. Weg mit dir, du hässliches Stück Scheiße. Sie kommen. Oh, ein dicker... So, jetzt kann ich hier so einen Powerstrahl machen. Ach was. Das ist wirklich nur ein Powerstrahl. Oh! Ich habe irgendwas Fettes getroffen. Okay,
Okay, weg mit dir. Jetzt müssen wir langsam mal wieder. So. Und wenn ich R1 drücke, dann ist seine Special Attack. Ich werde langsamer, schieße auch langsamer. Aber mir geht, glaube ich, die Munition nicht aus. Ich kann ohne nachzuladen, also Munition geht mir aus, aber ich muss nicht nachladen. Und meine Schüsse sind 20% stärker. Ja, Leute, seht ihr? Es hat mich zwar am Anfang angekotzt, aber ich lese mir das langsam durch. Und langsam finde ich es ganz cool. Ich habe es lieben gelernt. Okay. Ah, ist besser hier. Zack, 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 zack. So, wird es natürlich nicht gewesen sein. Wird noch ein Dicker kommen, ne? Ist klar. Ah, der platzt. Alles klar. Alles klar. Der bringt sich selber um. Verpiss dich, Junge. Mach dich vom Acker. Oh, herrlich. Ich liebe diese fette Wummer. Das sind aber auch echt ziemlich viele. Ich muss mir auf jeden Fall merken, wenn ich hier L1 drücke, dass das ein kurzer Powerstrahl ist. Ich hätte so ein bisschen gedacht, wie in irgendeinem anderen Spiel gab es auch so einen Powerstrahl. Ach, hier bei Titanfall 2, wisst ihr noch, wo der Titan sich so geöffnet hat, da auch so einen Powerstrahl nach vorne gemacht. Aber den konnte man doch noch so ein bisschen langsam lenken. Aber hier ist er wirklich einmal kurz. Aber das SMG ist echt ziemlich gut hier. So, haben wir es endlich. Ja, ja, mach mal. Hau rein. So, zack, zurück. Ja, guck dir das an. Er guckt da einmal drüber und fährt Würde Franz. Zieht ihm an. Alter. Ist aber Zapfenstreich. So, ich gönne mir mal. Ne, ich gönne mir nicht die Heilung. Ich gönne mir nicht die Heilung. Ich kann immer zurückgehen und kann sie mir noch holen. Immer. Tür aufschneiden, okay. Ist ja eigentlich logisch, wenn ich die Tür aufschneiden muss, dass er dann nicht automatisch wieder zufallen kann. Ich gehe mal davon aus, dass ich mir das, die Heilung gleich noch hole. Haha, ich habe extra vorgeschickt. Du machst das schon. Warte mal, ich hole mir doch mal lieber. Ja, die geht nämlich doch zu. Kommt von hinten wieder. Das ist jetzt so ein bisschen Mode geworden, finde ich, im letzten Kapitel. Dass immer automatisch so ein kleines Rudel von hinten noch kommt. So. Normales Name. Ja, die Heilung gönnen wir uns auf jeden Fall selber. Nochmal hier gucken. Vielleicht findet man noch die rote Box. Wenn wir natürlich ein automatisches Geschütz noch finden, ist natürlich für ein... für den Endkampf extrem geil. Also ich freue mich ja immer auf das Ende vom Level. Der Weg dahin ist bis jetzt nie so das große Problem. Obwohl der vorherige Level auch schon ziemlich knifflig war. Aber der krönende Abschluss ist einfach... Boah. Das ist echt krass. So, war klar. War klar! Machen sie aber auch inflationär, ne? Immer wieder, dass dieser Deckel da abgeht. Irgendwo ist ein Dicker. Zack. Und jetzt wird richtig reingeknulzt, ne? Jetzt müssen wir zerstören. Ja, guck dir das an. Einmal die Mega Power Attack und dann nochmal mit dem hier ordentlich nachgesetzt. Dann hat man den Dicken eigentlich schon fertig. Oh, das ist wirklich ein Höllenturm, oder? Da unten, da ist bestimmt die fette Queen. Da hockt sie drin und kackt ihre Eier raus. Na, warte. So, geht natürlich nicht auf, aber ich wollte es ausprobieren vielleicht. Irgendwo ein Easter Egg, bis jetzt gab es noch keins. Aber es gibt bestimmt irgendwo dieses eine Easter Egg, was noch keiner gefunden hat.
Was? Okay, lass sie kommen. So, man muss auch mal ein bisschen warten, ne? Nicht, dass man in die Säure direkt reinhüpft. Ich finde das so geil hier. Sowas hat schon teilweise was von Doom. Die Level-Architektur. So, hier wäre ich gleich wieder irgendwo angesprungen, oder? Also ich meine, im ersten Level hatte das ja noch was. Mit diesen Lüftungsschächten, dass da immer der so aufspringt und dann da fünf Gegner raushüppen. Aber mittlerweile gehen die nur noch auf. Da ist überhaupt kein Alien mehr drin. Also wenn du hier vorne läufst, hast du definitiv die besten Karten, dass du einfach mal alle fünf kriegst. So Leute, das kriegt er ja wohl hin. Jawohl, das geht runter. Alter Leute, es geht runter. Das wird definitiv. Am Ende muss definitiv die Queen kommen, ne? Da muss definitiv die Königin kommen. Eine richtig dicke. Oh, das ist geil. Das ist richtig geil. Das erinnert mich so dermaßen an den zweiten Teil. Ja, die Wumme hier. Ich renne da eigentlich schon viel zu schnell durch. Da muss man schön langsam durchgehen, die ganze Atmosphäre aufsaugen, aber es sind so ständig Attacken von Aliens. Hätte dem eigentlich mal ganz gut getan, immer so eine kurze Pause. Immer so ein Schockmoment. Yes, da kommt wieder das kleine Rudel vorbei. Jo, los, weitermachen. Durchgehen. Komm von vorne. Ui. Kriegen wir hin. Null Problemo. Yes. Hier wird abgespratzt. Hab sehr viel Energie verloren. So Leute, verteilen. Ihr kennt das Prozedere. Alle platt machen. Irgendwas drücken. Aber das Wichtigste ist, alle platt machen. Das Drücken übernehme ich. Oh, ich glaube, ich habe irgendein Ei geöffnet. Durch mein unvorsichtiges Vorgehen. Was ist hier los? Irgendwas versucht, mich von hinten anzuspringen. Ha! Alpha und Beta, ihr seid's wieder. So, nehmen wir ein bisschen Munition noch mit. Oh, geil. Fetter Schuss. Zack. Das finde ich von der Atmosphäre jetzt ziemlich geil. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich Alien in Isolation sowieso Hammerspiel. Werde ich auch noch mit euch zusammen durchzocken, aber da brauche ich Zeit. Da muss man sich Zeit lassen. Da kann man nicht so durchgehen. Das ist unmöglich. Colonial Marines fand ich nicht schlecht. Fand ich echt einen ganz geilen Teil. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe es mit euch, glaube ich... Nee, ich habe es damals auf dem PC durchgespielt und mit euch auf der PlayStation 3. Und ja, die PlayStation 3-Version, muss ich ganz ehrlich sagen, immer besser. Für mich definitiv die bessere Wahl gewesen. Ui. Zack. So. Du weißt, was das heißt. Jetzt geht's richtig fett auf den Sack. Okay. Trottel. Also wenn so ein Boss kommt, wirklich die linke Attacke, dann rechts und volle Möhre draufziehen. Dann hast du den eigentlich relativ easy platt gemacht. Okay, komm von da. Die wollen nochmal von hinten auf den Sack hier. Zack. Warte. Du kriegst doch auch noch. So. Jeder darf mal. Extra angeschossen, ne? Dieses Abstauber-Ding. Das gönne ich aber auch meinen Kollegen, diesen kleinen Erfolgserlebnis, diesen Triumph. Ey, endlich! Da geht mal wieder ein Lüftungsschacht auf und da kommt auch was raus. Komm, gib ihm. Zack. Auf das Ei.
Wir brauchen Eier. So. Leute, ihr könnt auch auf diese Eier schießen, ne? Da kommen diese komischen Krabbelbiester raus. So, von wo kommen sie von hinten? Kann man machen. Kann man auch einfach mal drauf schießen. So. Ui, das wird groß. Das wird ein großes Areal. Oh, ich höre sie. Ui. Naja, ich nehme auf jeden Fall die kleine SMG. Also bis jetzt, die Waffenkombination gefällt mir bei ihm hier am besten. Ist genauso, wie ich es haben will. Die Schrotflinte finde ich tatsächlich gar nicht so sinnvoll. Dieses schwere Maschinengewehr, ein Schuss, die Elend ist auch tot. Okay, das wird Welle oder was? Ah, es hat mich! So. Was kriegen wir Gutes? Geschütz. Okay, wir machen es. Wo machen wir es hin? Hier schön in die Mitte. Einfach in die Mitte reingesetzt. Zack. So. Möge die Welle beginnen. Von hinten? Was soll denn das jetzt? Geht's los? Yes, andere Seite. Scheiße. Yes. Oh, es ist so schön, wenn sie auf einmal von allen Seiten quieken und du siehst auf einmal unten auf deinem Radar, von wo sie kommen. Und dann beginnt einfach die Schlacht. Das ist echt geil inszenatorisch eingefangen. Es gefällt mir. So, hier wird natürlich auch ein Boss noch warten, ne? Das ist klar. Jetzt kommen hier ein paar Bosse. So, lasst mal bitte mein Geschütz in Ruhe. Das will noch ein bisschen Spaß haben, bevor es sein Ableben feiert. Ja, da haben wir. Zack. Ah. Yes. Und jetzt geht's auf den Sack. Es ist zu geil. Also der Typ hier ist wirklich immer. Also ein Boss wirklich mit dieser Doppelattacke, den hast du. Den hast du definitiv. Zack. So, wieder nachgeladen. Sehr geil. Haben wir es schon? Glaube ich nicht. Das Geschütz lebt ja sogar noch. Also dieses Deckungssystem ist zu adynam, finde ich. Bis jetzt brauche ich es gar nicht. Ah, stimmt gar nicht, nee. Gegen Gegner, die natürlich mit Waffengewalt gegen einen vorgehen, da braucht man es dann schon. Ich ziehe diese Aussage zurück. Hat alles seine Berechtigung in dem Spiel. So, MG, los, komm. So, ich nehme meine Heilung immer noch nicht. Wir reizen es bis zum Ende aus. Zack. Gönnt man sich mal den Powerpiss-Strahl. Hat's mein MG kaputt gemacht? Ich fasse es nicht. Komm, das kriegst du. Mach ihn nackig. Oh oh. Alien, Riesen-Johnny. Da gönnen wir uns mal die Heilung. Wo ist er? Da haben wir. So, einmal los. Was? Bis der nicht gesessen hat. Das ist aber frech. Der war perfekt. So, da haben wir. Ja, und noch der Knaller hinterher. Das muss natürlich sein, ne? Das muss sein. Noch eine kleine Granate in den toten Alien-Arsch reingestopft. Für die absolute Vernichtung. So, es kommen immer noch mehr. Das Ende ist noch nicht in Sicht. Yes! Okay.
Oh, jetzt ist aber noch nicht Schluss. Ich will nochmal hier so eine Welle. Ah, geil. Die rote Box. Der ganze Weg hat sich gelohnt wegen dieser Box. Ich hoffe, ich kriege ein Geschütz. Das wäre ziemlich geil. Oder, das geht auch, Phosphor, Pop-up, Minen sind auch ganz geil. Die nimmt man gerne mal mit. So, wo schreit ihr? Kopf über die Treppe runter. Hirnlos. So muss es sein. Ready, go! Kill them fucking all! Ah, herrlich, herrlich! Wenn man vor allem die ganzen kleinen weißen Punkte rumhuschen sieht und du einfach schon weißt. Einfach davor mal reinholzen, ne? Das muss es jetzt. Was war denn das? Was soll denn das jetzt hier? Okay, komm von der anderen Seite, Johnny. Dreh dich um. So, wir müssen da drüben lang, vermute ich mal. Das bitte. Ach nee, hier kam nur ein Alien raus. Aber hier ist bestimmt noch was versteckt. Aber es gibt immer nur eine rote Kiste, habe ich das Gefühl. Mehr gibt's gar nicht. Ansonsten natürlich noch diese ganzen Vlogs und so ein Zeugs. Aber die sind mir herzlich egal. Seh dich doch. Tür aufschneiden. Es gibt Halsabschneider und Türaufschneider. So, einmal kurz gucke, von wo kommen sie nachher? Von hier werden sie kommen. Okay, ich mach auf. So, offen, rein da. Okay, sie kommen. Ja, das ist einfach so geil. Das ist zu geil. So muss das einfach sein, ne? Wenn du aus Versehen auch noch ein rotes Fass triffst. So, Dickerchen, du willst abhauen? Okay, machen wir mal. Wenn er wiederkommt, dann weiß er genau, was ihm blüht, ne? Dann gibt's erstmal den fetten Laser vorne im Sack. So, wo bist du? Komm! Also, oh, Penner! Das war gut. Hat mich sehr überrascht. So, wo ist er? Aufpasse! Er wird kommen. Er wird gleich wieder kommen. Okay. Jetzt haben wir dich. Das ist dein Ende. Da wolltest du den Falschen angreifen. Und zwar den, der sich nicht wehren kann. So, die Eier will ich auf jeden Fall platt machen, ne? Ist klar. Die Brut muss irgendwie gestoppt werden. Ich glaube, ganz ehrlich, wir haben schon so viele Aliens getötet, allein in der ersten Mission. So viel gab es in den ganzen Filmen zusammen nicht. Zack, komm, tritt drauf. Ja, einfach hirnlos drauf. Das hätte man aber auch gut als Ego-Shooter umsetzen können, finde ich. Es ist natürlich cool, dass du deinen Charakter siehst mit den ganzen Level-Ups und hier... Cosmetics, das ist wahrscheinlich auch der Sinn und Zweck der Übung, aber ich glaube, als Ego-Shooter hätte es auch sehr gut funktioniert. Was? Ich soll schon nach Hause gehen? Das wird es doch wohl noch nicht gewesen sein, oder? Nee, das war es noch nicht. Das war es definitiv noch nicht, Leute. Da kommt jetzt wahrscheinlich noch. Da geht's jetzt. Okay, bereite dich auf den Kampf vor. Jetzt geht's wahrscheinlich los. Große Area. Jetzt geht's richtig ab. So. Wenig Munition. Optimale Voraussetzung. So, erstmal gucken, wie die Area aufgebaut ist. Schweinepriester.
Sehr gut. Okay, hier unten geht's ab. So, eine Heilung haben wir. Nochmal alles durchladen. Ich vermute, es ist das letzte. Von daher kein Geschütz. Scheiße. Ich gehe mal davon aus, gegen Ende, dass ich einfach noch ein Geschütz habe. Aber wir könnten Phosphorgranaten. Was sind das nochmal für welche, die direkt hochgehen? Schauen wir mal hier was hin. Hier unten nochmal. Zack. Jetzt geht's wahrscheinlich gleich richtig ab. Zack, was haben wir hier noch schön? Das kann ich irgendwas einsacken? Nee. So, wir müssen auf jeden Fall die Mitte dicht machen. Und natürlich auf der anderen Seite auch noch irgendwas. Aber Phosphorgranaten, gehen die hoch? Also Phosphor ist ja eigentlich diese Brenngranaten, ne? Aber kann natürlich sein, wenn die reinrennen, dass die durchgängig brennen oder dass die halt eine Explosion hervorrufen dadurch. So. Dann machen wir noch Feuer. Und dann geht's los. Let's fucking rock. Macht euch bereit. Komm von oben. Perfekt. Genau da, wo ich nichts dran geklebt habe. Okay. Lasst sie näher kommen. Ja. So. Wenn sie da hinten kommen, direkt mit dem fetten SMG drauf. Ist kein SMG, ich weiß. Ist ein MG. Okay, das war, glaube ich, die Phosphorgranate. Oh, herrlich, wie alles hochgeht. Ich glaube nur, dass ich die Phosphorgranaten zu früh gelegt habe. Dagegen das ganze Kleinzeug hier braucht man es vielleicht gar nicht. So, da schreit nämlich irgendwas Dickes. Ja, da ist so ein Rhino-Dino. Scheiße. Mich hat irgendeiner. Wenn die Tür durch den Sack geht. Jawohl, ja. Gegen die Brüstung gesprungen, ich Trottel. So, ich hoffe, dass mein Kollege jetzt da hinten heilt in der Zeit. Marine am Boden, völlig durchspießt. Sehr gut. Aber er hat... Los, heil mich, du Pfeifereiniger! Hock dich nieder! Okay, verbraten. Habe ich jetzt nicht genau geachtet, dass der schon tot ist. Aber wir leben wieder alle. So, jetzt hau ich mir mal die Heilung rein. Und dann nehme ich mir das andere gleich noch mit. Zack. 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 Okay, let's shock the dog. So. Okay, erste Runde. Ich würde sagen unentschieden. Wir gingen alle mal down. So, was kommt für ein Boss? Das ist die große Frage, ne? Da geht die Phosphorgranate hoch. Phosphor-Gegner. Oh, wieder so ein Jumpy-Man. Leute, die müssen wir einfach besiegen. Die müssen frühzeitig down gehen. Na gut. So, gleich noch. Oh, hier, warum sagt mir das keiner? Komm, take it. Kryo. Wo ist es? Da. Hier, zack, die Bohne. Rein damit. Ah, Schock wird doch nochmal. Okay, da kommt er. Wo ist er, der Dicke? Da ist er. Okay. Komm, 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 komm. Der muss jetzt down gehen, Junge, der muss down gehen. Okay, ich heile. Dreh dich um, Junge, du musst uns decken. Das war's noch nicht. Da ist er. Drauf, drauf, drauf. Junge, die halten zu viel aus, die Johnnies.
Was habe ich denn noch? Rendezvous beim Hauptaufzug. Das könnte es eventuell gewesen sein. Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Doch, Leute, das war's. Yes, Leute. Die vorletzte Mission, One Try, direkt geschafft. Ich habe natürlich mit den neuen Waffen ein bisschen rumgespielt. Ah, die ist ziemlich geil, oder? Also das fette MG, das drückt ja sowas von dermaßen rein. Und das kleine SMG gegen die ganzen kleinen Gewuselgegner. Sehr cool. Sehr, sehr geil. Damit haben wir auch unseren neuen Soldier hier abgegradet. Ja, Leute, das war wahrscheinlich. Kehre zur Basis zurück. Wir lesen das gar nicht durch. Wir wollen es gar nicht wissen. Denn das war der vorletzte Part, hundertprozentig. Denn die letzte Mission, da werde ich sterben. Das ist klar, aber ich werde das wieder zusammenschneiden, denn wir wollen eigentlich jede Mission in einem Part abfrühstücken. Aber ich werde den Schwierigkeitsgrad da jetzt nicht runterstellen. Ich weiß, Kapitel 2, Level 3, habe ich ihn irgendwann runtergestellt. Das mache ich hier nicht, denn es ist die letzte Mission, da will ich mich nochmal richtig durchbeißen. Wir nehmen aber jetzt auch alle Geschütze mit. Wir nehmen trotzdem den Johnny hier mit den fetten MGs. Und ich freue mich auf ein riesiges Feuerwerk. Ich habe so Bock drauf, diese letzte Mission. Und da gönne ich mir sogar hier nochmal die kleinen Gespräche. Ja, zuhören. Haha, verarscht, hab gar nicht zugehört. So. Der einzige Weg, sicher zu sein, Königsmord. Yes! Eigentlich heißt es doch Königinmord, oder? Wie hat Chip Xeno außen überlebt? Blablabla, danke für die Geschichte. Wundervoll, vielen Dank. So. Wir können dann auf jeden Fall nochmal gucken, dass wir die Waffe vielleicht noch ein bisschen upgraden können. Denn so viele Gegner, wie wir gerade weggebrezelt haben, kann es durchaus sein, dass da mein kleines Level-Up mit drin war. So, vielen Dank für die Information. Ich roll da mal wieder weg. Dann gucken wir doch mal. Yes, Ausrüstung. Da ist was drin. Und zwar für das Teil. Da habe ich schon viel reingebrezelt. Was bringt denn das hier? Feuerrate erhöht. Auf jeden Fall will ich lieber Feuerrate bei dem Ding. Und das ist schon ausgerüstet. Schwachpunkte an Reichweite. Was haben wir jetzt? Stabilität. Machen wir mal das. Finde ich eine gute Wahl. Jetzt habe ich alles rausgemacht. Optimal. So, so wollen wir es haben. Ja, hier das mit dem Bildchen. A, finde ich die scheiße. Und B, nee, das finde ich kacke. Warum habe ich die eigentlich in rosa? Was soll denn das? Hier, Standardgrün. So gehört sich das. Grau-braun-grün. Keine Sticker drauf. Dann gucken wir nochmal unser schönes SMG. Yes. Habe ich das jetzt drin? So, das haben wir drin. Das ist ausgerüstet. Das hatte ich aber für gut befunden. So, den Sticker war weg. So. Ah, das müssen wir auf jeden Fall noch ausrüsten hier. Das ist wichtig. Denn das kann uns durchaus relevante Vorteile bringen. Erhöhte Reichweite. Mit aktuellen Vorteilen nicht kombinierbar. Okay. Schnellladen. Erhöht Nachladegeschwindigkeit einer Fähigkeit um 18%. Ich mach mal den Laser, oder? Oder? Na, schwierig. So, das muss man dann drehen, damit das hier besser reinpasst. Zack. Erweiterte Dauer. Perfekt. Dann kann ich das hierfür nehmen. Schneller Einsatz. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit aller Fähigkeiten um 20. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit um 18. Ja, dann mache ich das halt hier drüben noch rein. Da erhöht sich beides schnell. Und mehr habe ich nicht. Die Frage ist, muss ich diesen Laser wirklich so schnell wieder aufladen? 18% ist eigentlich nichts. Da könnte ich eventuell sogar so einen Riesenbobbel hier reinmachen. Erhöht die maximale Munition von schweren Waffen um 20% Nachladegeschwindigkeit. Zerstört Gewehr. Ist halt die Frage, ne? Ist das ein relevanter Vorteil oder ist es Blödsinn? Aber warte mal, wenn ich das so kombiniere, bringt das was? Dann ist das so überlappend. Verstehe ich nicht. Okay, muss ich auch nicht verstehen, denn was ich nicht verstehe, das macht mir nicht heiß. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach das nächste Mal in die Schlacht hier wieder mit ihm. Lanzier,
Lancia. Oder was auch immer. Wie auch immer der Typ heißt. Lancia. So, wir nehmen auf jeden Fall mal ein Geschütz. Die Geschütze nehmen wir mit. Ne, das gönnen wir uns. Die zwei Geschütze gönnen wir uns, damit wir wenigstens mal wissen, was uns da so erwartet im Level. Und wenn wir es dann wissen, wie die Kacke richtig am Dampfen ist, dann nehmen wir hier die fetten Geschütze mit. So, guckt mal euch an. Der ist heiß drauf. Der will den letzten Level alleine durchbraten. Der sagt automatisch Alpha, Beta, hier, Waffen runter. Ich regel das. So Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Das war der heutige vorletzte Part fürs Erste zu Alien Fireteam Elite. War ein erfolgreicher Part, hat sehr viel Spaß gemacht und das nächste Mal kommt die letzte Mission mit Königsmord. Ich bin gespannt.